Das ist schon geil. Ja. Ja, dann fangen wir hier an, oder? Ja. Mit diesem Weg, mit Treppe hoch. Stimmt, ja. Okay, Freunde. In dem Fall hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Genau, ich denke, wir haben unseren Platz gefunden. Wir haben unseren Platz gefunden. Das bedeutet, wir fangen hier direkt an mit ein bisschen Pflanzarbeit. Mhm. Sind mal so frei und pflanzen einfach mal alle an. Alle, die wir dabei haben. Ja. Das ist doch 15 weiße. So geil, dass da nicht nur eine Art gibt, sondern zwei. Ja, ja, ja. Das ist so cool. Ah, da kann man auch zwei nebeneinander setzen, ja. Was? Tanne, was? Tanne, Cracker, Blume, Busch. Was zum Teufel? Tanne, Cracker, Blume, Busch. Sie schläft ganz entspannt. Sehr gut. So, das wird cool. Und wo bauen wir dann die Bude hin? Was war das denn? Weiß ich nicht. Und ich baue das Trampolin oder was? wir brauchen einen gescheiten Platz. Guck, da ist ja schon ein Baum gewachsen. What the fuck? Geil, wahrscheinlich wegen dem Regen, oder? Warte mal, wir machen die weg. Ja. Okay, jetzt hold your Arsch fest. Halt mal deinen Arsch fest kurz. Haltet ihr alle euren Arsch fest? Haltet mal euren Arsch fest. Weg geht da hoch. Ja. Weg geht da hoch. Ja. Kommt hier rum. Mhm. Hier oben. Mhm. Monument. Kiesplatz. Mit Zaun drumrum. Oder mit Hecke. Die große Spitzhacke aus der alten Burg. Ja. Richtiger Marktplatz hier oben. Riesenaufriss. Ja. Drehst dich um, hier unser Haus. Mhm. Tür auf. Hab ich. Sehr gut, alle halten ihren Arsch fest. Alle halten ihren Arsch fest. Du gehst rein. Ja. Ab hier, Halbwand sozusagen. Mhm. Du gehst in die offene Küche. Mhm. Die mit Stelzen hier runter geht mit Glasboden ungefähr bis hier und du hast hier komplett Panorama drin in der Küche. Boah. Und guckst hier irgendwann über das Riesendorf. Mhm. Fett. Da sehe ich mich. Fett. Und das alles in Rot aus Kirschholz. Ja! Ich platz. Leute, wir sind wieder geil. Weg, Alter. Wir darf sind ich meinen Arsch wieder loslassen? Du da. Aber halt, langsam. Kann sein, dass er noch ich wegfliegt. Halt meinen Arsch doch fest. Langsam loslassen. Kann sein, dass er wegfliegt. Das meinte ich. Oh, aufpasst. Warte, ich mach mit. Warte, mach mit. Okay, langsam. Langsam. Okay. Was? Oh, oh Gott! Was ist da hinten? Wir spielen ab jetzt alleine. Voll der Arsch weggeflogen. Oh, mein Arsch ist weggeflogen. Oh fuck, wie sitzt denn jetzt? Auf die Oberschenkel. Oh Herr. Ja, aua. Oh. Direkt meine Werkbank gemacht, dass ich direkt zwei habe, ich Idiot. Idiot. Scheiße. Das sind jetzt eine. Warte. Das ist eine doppelte Werkbank. Ne, ist eine Advanced, guck. Ah! Deluxe Advanced Ober Heidi. Die hat jetzt nicht 9 Slots, sondern 18 in dem Fall. Mhm. Interessant. Oh, die Küche. Sonst seid ihr komplett normal. Alter. Leute, es gibt auch noch eine neue Mod. Ah! Ah, Dramatic Doors. Passt mal auf, Leute. Es sind drei übereinander. Na, einfach, ja, genau. Ja, aber nicht mit Mod-Türen, wir Kekos. Scheiße. Das heißt, wir brauchen kurz das, weil jetzt müssen wir es kurz demonstrieren, jetzt haben wir es schon angesprochen. Ja. Wir brauchen eine Tür, also drei in dem Fall. Und jetzt schaut mal her. Boom, große Tür. Geil. Geil, oder? Jetzt für Kirchen nämlich so, oder so ist das richtig für nice. Für Kirchen und für den Burgeingang und sowas. Ja. Und für den Thronsaal, also ja. Gerade in Burgen würde ich nur hohe Türen reinmachen, was willst du mit kleinen Türen da? Eben. Macht keinen Sinn. Ja. Okay, jetzt machen wir erstmal ein paar Kisten. Genau. Zum Sachen reinfisten. Nämlich 16 Stück direkt mal. Genau. Geil, endlich passe ich da auch mal durch. So groß, oder was? Wie groß bist du? 3 Meter. Jetzt komm. Wahrscheinlich so 1,90, 1,95. Mhm.
Und wie alt bist denn du? Sag das mal noch dazu. Das würde mich echt interessieren, wenn du das denn sagen willst. Also du musst natürlich keine Information geben, aber es ist jetzt... Du nichts gezwungen. Wäre jetzt natürlich keine schlimme Info. Ja. Nur für unser Gewissen. Privatsphäre. Was sind denn für Idioten? 2,15 Meter und 76 Jahre alt. Ja, genau. Mit 76 noch 2,15 Meter groß. Alles klar. Meinst du, man wird kleiner, wenn man... Ja, ein paar Zentimeter gehst du schon ein. Ist so. Damals waren halt die Leute nicht so groß. Sag das lieber. Ja. Boah, da gehst du schon ein. Ein paar Zentimeter, also 3-4 Zentimeter gehst du schon ein. 2,11 Meter! 25, okay. Krass. Was hast du für einen Riesenpimmel? Alles klar. Sag mal bitte, was hast du für ein Riesen... Wie groß ist dein Schwengel jetzt? Das ist ja... Das brennt jetzt auf da... Wahrscheinlich brennt das auch ganz woanders, dann, wenn das Ding da irgendwo reinmarschiert. Nein, ich meine... Das muss ja abartig... Das muss ja ein Mordsgerät sein. Jetzt halt dich mal fest. Man sagt ja, ein Mensch hat zwei Sachen zur Verfügung. Zwei Meter. Zwei Meter. Das heißt, wenn ich 1,80 bin, habe ich noch 20 Zentimeter Pimmel. Wie ist denn das bei dir jetzt? Also, da bist du eine Trans? Der müsste ja dann jetzt noch weniger zur Verfügung haben. Er müsste jetzt minus 11 Pimmel haben. Das heißt, er müsste jetzt ein 11 Zentimeter tiefes Loch haben, wo so eine Eichel rausguckt. So. Alter. Das wird mir... Mess mal kurz, bitte. Also, es ist für die Wissenschaft. Ja. Da musst dich nicht schämen. Ja, wir geben das an unsere Universität weiter. Also die gehört uns. Genau, wir arbeiten da. Als Hauptwissenschaftler. Ich bin über 2 Meter, da gibt es eine ganz andere Rechnung. Und die da wäre? Und die wäre... Jetzt kommt so eine Grütze. Jetzt kommt gleich irgendeine richtig kranke Formel. Ich hab gerade erst Angst gehabt, dass er jetzt geht, weil wir jetzt genau an seinem Humor vorbeigeschossen sind. Ja. Und gleich kommt so Abo weg. Und Follow weg. Ja. Wait a minute. Mann, das passt sogar. Die Musik ist echt schön, ne? Ja, ist schon geil. Wenn der Regen weg wäre. Ja, aber ich glaube, der macht auch so ein bisschen aus gerade. Ja, das stimmt auch irgendwo. 1, 2, 3, 4. Bei sowas ist er resistent, das ist gut. 1, 2, 3, 4. Du weißt ja, dass es nur dummes Gelaber ist. Ja, eben. Das ist ja nichts Ernstes. Oh. Wie lange ist er denn jetzt dann in dem Fall? Erzähl mal. Und was für eine Rechnung? Ich möchte gern mehr wissen. Ja, ich auch. Ich möchte gern in die Welt der Langschwengler eintauchen. Der Langschwengler. Die Welt der Langschwengler. Das nennt man so, weil die immer irgendwo langschwängeln. Okay. Sollen wir hier noch weiter überhängen? Bisschen vielleicht noch, ja. 2, 3 Blöcke. Ja, so, oder? Ja. Ansonsten wird es halt irgendwann zu abstützig. Oh, geil, wie es schon wächst. Oh, Cherry ist leer. Oh. Pass auf. Oh, schön. Ui. Boah, Alter, guck mal da. Geil. Und Leute, normalerweise würden wir bis hier sehen. Kurz vor Wasser. Ja, yeah, kurz vor den Steinen. Kurz vor Wasser wäre rum. Was für Stein? Die da noch machst, sind kurz vor den Steinen, dann wär's rum, oder? Nee. Guck mal, da ist die Wiese schon nicht mehr. Ja, stimmt. Das war nicht mal mehr im Wasser. Das ist krass, wie krass. Übelst weit das Ding gucken. Vor allem, guck mal dahinter. Ja, das wird's ja niemals sehen. Nee, guck mal, du siehst das alles. Das ist krass. Das ist komplett krass. Und das macht die Mod aber... Oh, es hört auf mit Regnen. Nee, hört's nicht. Ich bin nur zu weit oben gewesen. Ja. Jetzt erzähl doch mal. Das geht ja gar nicht. Das finde ich jetzt schon unhöflich von dir. Nicht unhöflich, dass wir fragen, wie... Ich hör jetzt mal auf. Ja. Aber es interessiert mich trotzdem. Ja. Dann sag wenigstens die Rechnung. Ja, die Rechnung. Dann können wir es uns ja ausrechnen. Ja, genau. Die Formel, die sollten wir schon wissen. Die Formel. Die Wurzelformel. Die ist jetzt wichtig. Alles andere kann warten. Ja. Also erstmal hat sich noch keine Frau beschwert. Wenn man über 2 Meter ist, zählt man die Zahl dahinter. Kommt mal 2. Okay. Also 22.
Autsch. Das ist ordentlich. Das tut weh beim Sex haben. Mhm. Aber wem es gefällt? Ja. Okay, das ist aber fies, weil wenn du dann gerade so 2 Meter bist oder 2 Meter 3 oder so, weil es gibt ja jetzt nicht viele, die 2 Meter 11 sind, ja, oder? Also ich kenne echt nicht viele. Also so groß ist dann schon echt krass. Mhm. Aber 22 Zentimeter, ich Glückwunsch auf jeden Fall. Da kann ich nicht mithalten. Ich bin, glaube ich, bei 17 oder 18. Ich habe jetzt noch nicht so detailliert nachgemessen. Mhm. Ich sag mal, so auf die Technik kommt es dann. Eben, Ja, stimmt. Also ja. Meine Freundin schreit wie am Spieß. Also, es klappt. Alles gut. Okay. Was ein bescheuertes Thema. Können wir jetzt... Alter, wie schön das aussieht. Ja, geil. Hör mal und fühl mal kurz, was wir gerade machen. Warte, ich mach mal kurz. Geil. Dominic, it's happening right now. I can feel it. Weißt du, was krasseste ist? Hm? Man merkt's gar nicht so. Es ist schon wieder so... Ja. Ja, wir bauen halt was. Ja, man macht halt so rum hier. Ja. Aber man... Man macht so rum. Geil. Man macht so rum hier, aber man merkt's gar nicht so wieder, ne? Dass man eigentlich gerade wieder... Dass es eigentlich sehr geil ist, was wir gerade machen. Du geile Sau. Was ich aber echt, wofür ich mich bedanken muss, auch auf YouTube, dass das mal in die Ewigkeit eingeht hier, der Shinrox ist jetzt seit fast 4 Stunden dabei hier in dem Stream. Also, ja. Danke, dass du so lange dabei bist, weil so lange ist kein Neuer bis jetzt geblieben. Das stimmt. Und tatsächlich muss ich sagen, von den ganzen Neuen ist eigentlich fast niemand nochmal reingekommen. Stimmt. Mal schauen, ob das bei dir anders ist. Mhm. Bin ich gespannt. Ja. Ey, voll die Staffel 3 Vibes gerade, ne? Ja, komplett. Komplett, Alter. Ja, lol. Haben wir ja auch. Stimmt, Staffel 3. Wir sind in Staffel 3. Mhm. Das klingt so fremd. Mhm. Oh. Und schon sind die Zuschauer alle weg. Gern, ist echt funny bei euch. Ja, wir sind nicht. Dankeschön. Genau, deswegen sind wir noch hier. Um andere Menschen zu unterhalten. Genau, deswegen, wie gesagt, guck immer mal wieder gerne rein, wäre mega cool. Ja. Wenn wir mal ein paar Leute langsam dazu bekommen würden, weil es tut halt echt weh, wie gesagt, mit dem Kanal, den ich verloren habe. Ja. Mein eigentlicher Kanal, das tut sehr weh, dass da jetzt niemand mehr zuschaut eigentlich in der Regel. Und dass ich halt für eine Handvoll Leute stream und davor war es halt schon, ging es halt schon gut. Auch was die Zuschauer, die Aufrufe angeht. Haben wir jetzt noch Eisen? Ich glaube nicht. Die 6 Stück da im Rucksack, ist da noch was drin? Wo? Im Rucksack. Hab ich gerade rausgeholt, die 6 Stück. Scheiße. Aber ist egal, dann geht's bald mal los. Mhm. Welche Tree and Fruit Mod habt ihr drauf? Hat das vorher nicht verstanden. Das ist bei The Biomes You Go dabei. Ja, diese Tree Mod, welche war das? Tree Harvest oder was? Achso, du meinst die... Aber was Tree and Fruit? Was für Fruit? Das meine ich jetzt. Keine Ahnung. Meint er vielleicht jetzt die Früchtebäume, oder? Weißt du, was ich meine? Ja gut, das kommt wahrscheinlich von Oh The Biomes You Go, ne? Genau, also diese Früchtebäume, die kommen von Oh The Biomes You Go. Wo die Äpfel drin sind und so. Wo die Äpfel drin sind, ja. Das ist die Oh The Biomes You Go. Das ist wie Biomes O'Plenty, nur halt für Fabric. Ja. Weil wir spielen auf Fabric, weil da gibt's coolere Sachen. Ja. Und es läuft halt besser. Ja. Vögel, es ist so geil, krass. Ja. Boah, und dann wieder mit Knochenmehl hier durchgehen, dass man richtig hohe Wiese hat hier drin. Oh, Dominik. Geil. Do you feel it? Ja, ich feel it. Irgendwie hat's auch die anderen Sachen, die wir gemacht haben, auch zu zweit und so, ja. Irgendwie hat sich Minecraft schon lange nicht mehr so richtig angefühlt. Ja, weißt stimmt, du, was ich meine? Ja. Also es klingt jetzt so dumm wahrscheinlich, aber so richtig angefühlt. Ja, ja, ne? Stimmt. Die Musik macht es gerade nicht besser. Ja. Eine Katze. Geil. Oh, wir müssen angeln gehen. Dann haben wir Fisch, dann können wir die Katze tamen. Geil. Oder meine Freundin streckt einmal kurz die Beine aus hier. Da kann Huch. Huch. Was hat der da nur gesagt? Was Lustiges. Ja.
So, unsere ganzen Äpfel sind leer. Ui. Krass. Das ist asymmetrisch. Asymmetrisch. Also es ist propetrisch, sagen wir so. Ich konnte das uns nicht auffallen. Ich weiß nicht, du hast doch extra noch nachgezählt. Ja, ja, hab ich ja auch. Scheiße. Muss das hier nochmal weg, aber ganz dringend. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Nee, nee, also propetrisch bauen geht gar nicht. Propetrisch bauen wir hier nicht. Grüße gehen raus an den lieben Erik Range. Ja. Danke, dass es dich gibt. Ohne das würde ich das hier nicht machen. Ja. Ohne dich. Ich ohne das. Ohne sein Let's Play würdest du nicht Let's Play. Tja Leute, und ich weiß, dass man halt mit Let's Plays, mit klassischen heutzutage nicht mehr erfolgreich wird, aber das ist eben das, was ich will und das, was mir Spaß macht. Genau, und deswegen macht es ja. Und deswegen machen wir das hier. Und nicht, weil wir ganz schnell Fame werden wollen. Richtig. Aber was man ganz kurz gucken kann, ist ganz interessant, weil, wenn wir gerade schon beim Fame sind, unser heutiges TikTok hat nämlich 713 Aufrufe. Oh, geil. Das ist gut. Mhm. Das ist gut. Und sogar 3 Kommentare. Geil. So. Da machen wir jetzt erstmal Boden rein. Vorerst. Ja. Da soll ja noch Glas, wenn wir mal irgendwann Sand finden. 2, 3, 4. Und das muss jetzt hier hin, ne? Genau, die Stütze und dann einmal Stamm drüber und dann passt es. Schwamm drüber, einfach Stamm drüber. Schwamm von gestern. Tanzen Schwamm, Schwamm, tanzen Schwamm. So. Ja, genau. Ist gerade so idyllisch. Es macht so richtig geil. Also diese Ambiente-Musik müssen wir mal öfters probieren, wenn wir so am Bauen sind halt. Ja. Lebensmittel. Oh, lass mal kurz das probieren, was da passiert. Ja, mit einer Hacke. Mhm. Haben wir noch Steine? Und 20 Äpfel. 8 Äpfel. What the fuck? Ist eine coole Mod, finde ich cool. Finde ich echt cool. Mhm. Ich glaube, die Steinschaufel kann man weg. Ja, von ja gut, die ist eh was kaputt. Die haben eh alles Eisen jetzt. Hätte ich gerade gesagt, für Notfälle kann man die ja. Ja, für Notfälle mache ich mir eine neue Steinschaufel. Ja. So. Das Schlimmste ist, dass Kev nicht da ist. Ja, echt schade, dass hier sowas verpasst. Und ja, ich habe ein bisschen so ein komisches Bedenken. Warum? Und ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern. Wieso? Ja, der ist jetzt im Arbeitsleben angekommen. Ja. Und das wird der jetzt merken, was das Leben eigentlich für Arbeit ist. Keks 242, was macht ihr denn? Wir spielen hier Minecraft und bauen. Was macht ihr denn? Und bauen hier ein Haus und ja. Wie so voll ertappt fühle ich mich gerade. Was macht denn ihr hier? Was macht ihr hier? Was ist das? Nichts. Nichts. Wir bauen hier nur ein bisschen entspannt rum und genau, haben, mit richtig schöner Musik. Und haben richtig schön Spaß gerade. Und das ist eigentlich sogar richtig schön, dass du da bist. Ja. Und den Weg zu meinem wunderschönen Kanal gefunden hast. Das finde ich super, Keks. Du bist ein richtig süßer Keks. Toller Keks. Genau. Nee, das ist Minecraft. Das ist doch Minecraft, ja? Ist doch schön, oder? Guck dich um. Mhm. Sieht richtig gut aus. Sieht doch toll aus, mit der Sichtweite und so. Ja. Ist doch schön, oder? Mhm. Bann incoming. Warum Bann? Hallo? Was soll das? Bann incoming? Spaß. Wie geht's? Alles fit? Was machst du so? Wie war dein Tag? So um 2:30. So um 2:30 Montagmorgen musst du nicht arbeiten? 2:30 morgens? Ja gut, je nachdem was er arbeitet, hat er vielleicht doch Urlaub, so wie wir. Er oder sie. Keks, weiß ich jetzt nicht, ob sich ein Mann Keks nennt. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich zur Frau tendieren. Oder zum Straßenlaternen-Ens. Seid ihr Streamer, du? Ja, es ist mein Kanal. Er ist nur immer dabei, weil er sonst keine Hobbys hat. Hä?
Ich bin dabei, was geil ist. Also eigentlich nicht, sozusagen, was die Rechte angeht. Also es ist alles meins. Ja. Boah. Aber wir sind eigentlich immer zu zweit da. Ja. Ach so, kein Leben. Nee, ich hab kein Leben. Nee, wir haben eigentlich beide kein Leben. Nee. Wir sind auch beide obdachlos. Ja. Das ist alles Greenscreen hier. Alter. Die Wand ist nur rein gefotoshoppt. Das ist alles, ist gar nicht da. Wir sitzen hier eigentlich unter freiem Himmel mit einem PC, der nicht angeschlossen ist. Mhm, ja, ein Regenschirm ist hier noch. Und das war's. Ja. Guck mal, wir fackeln hin. Ach, wie schön. Guck mal. Ey. Also die Aussicht. Leben, was ist das? Ey, was ist Leben? Wie kann man das essen oder trinkt man das oder kann man das fühlen? Ey, guck mal, wie schön das aussieht. Ich komme nicht drauf klar, ne? Geil. Oh, jetzt die... Dominik! Mhm. Gell? Ja. So langsam geht's los. Ja. Und kommt langsam an. Ja. Leute, wir machen ganz kurz Päuschen. Wenn ihr auf YouTube mehr davon sehen wollt, lasst bitte ein Like da und ein Abo. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft Mine Life. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dasselbe Gelaber wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.